The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 7. Juni. Boris Johnson ist und bleibt der britische Premierminister und der Party-Leader der Tories sowieso. Gestern musste Boris Johnson ein unangenehmes, aber in Großbritannien gängiges Prozedere der Demütigung über sich ergehen lassen. Es ging um einen Misstrauensantrag seiner eigenen Partei. Mindestens 54 Tory-Abgeordnete hatten, so läuft das in Großbritannien, per Brief parteiintern mitgeteilt, dem Premier nicht mehr zu vertrauen. Gestern also wurde in der Fraktion dann debattiert und abgestimmt. Aber, so ist er der Boris, am Ende ist er wieder davongekommen. Graham Brady, der für die Tories im House of Commons sitzt, verkündete das Ergebnis. I can report as returning officer that 359 ballots were cast. No spoiled ballots. That the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes and the vote against was 148 votes. And therefore I can announce that the parliamentary party does have confidence. Hintergrund des Unmuts über Boris Johnson war offiziell Partygate. Seit über einem halben Jahr muss Johnson sich Fragen und Untersuchungen gefallen lassen, die sein Verhalten während der Pandemie betreffen. Denn während die Nation isoliert zu Hause im Lockdown hockte, ließ es der Premierminister im Regierungssitz in geselliger Kollegenrunde krachen. Trinken gegen den Corona-Frust lautete die Devise in Downing Street Number 10. Schon im Januar entschuldigte sich Johnson dafür, zumindest so halbwegs. Ja, er verstehe den Groll der Bürger, aber eine Untersuchung deswegen sei trotzdem falsch, ist ja klar. Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry. Am Wochenende bekam er dann auch den Volkszorn zu spüren und zu hören, nämlich bei den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen. Schon bei seiner Ankunft wurde er nebst Gattin von Schaulustigen ausgebuht, wie hier ein Video des Telegraph belegt. Mr. Brexit bleibt also im Amt. Das wurde gestern Abend entschieden. Und die nächsten 12 Monate darf es kein neues Misstrauensvotum gegen ihn geben. Das zumindest sagen die Regeln. Der Mann bleibt unkaputtbar, wie es scheint. Ach, was hat er nicht alle schon für Pirouetten hingelegt? Einst hat er behauptet, er werde niemals Premierminister von Großbritannien werden. Er werde eher von einer Frisbee-Scheibe enthauptet als der nächste Premier des Landes. As I never tire of saying when this question comes up, everybody who studies British politics knows my realistic chances of becoming Prime Minister are only slightly better than my chances of being decapitated by a Frisbee, blinded. Dann wurde er doch Regierungschef des Landes, auch dank vieler Lügen in der Brexit-Kampagne, sagen zumindest seine Kritiker. Denn der Mann wollte immer nur eines, dass Großbritannien endlich rauskommt aus der Europäischen Union. Boris Johnson geht als Mr. Brexit in die Geschichtsbücher ein, das auf jeden Fall. And if we vote leave, take back control, I believe that this Thursday can be our country's Independence Day. Das hat er geschafft. Ob er damit seinem Land und Europa und dem Westen insgesamt einen wirklichen Gefallen hat tun können, das darf bezweifelt werden. Das muss wahrscheinlich auch bezweifelt werden. Die kleine Party-Affäre jedenfalls war von all den Sünden des Boris Johnson noch die kleinste. Fazit: Der britische Premier bleibt im Amt und in der Kritik. Die Party des Boris Johnson geht weiter.
It's a celebration. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Hans-Werner Sinn analysiert das Schreckgespenst der Deutschen, die Inflation. Und alles, was Schulden betrifft, ist inflationär, weil es, oder jedenfalls nachfragetreibend, weil der Staat ja Geld ausgibt, das er niemandem weggenommen hat. Das kommt ja letztlich aus der Druckerpresse. Anne Schwedt von der Wall Street erklärt uns, warum Elon Musk bei Tesla auf die Bremse tritt. Und Annette Weisbach vom Frankfurter Parkett spricht über eine mögliche Übergewinnsteuer und die Folgen, die das wiederum für die Börse hätte. Außerdem, wir hören auf kluge Worte von Jennifer Lopez und wir hören auf den guten Sound des jüngsten Rolling Stones Konzerts am Wochenende in München. Wir brauchen eine gezielte Kraftanstrengung in einer ganz außergewöhnlichen Situation und wir sind dazu bereit. Wir wollen eine konzertierte Aktion gegen den Preisdruck. Ungewöhnliche Zeiten bedürfen ungewöhnlicher Aktionen. So sagte es Bundeskanzler Scholz in der Generaldebatte zum Haushaltsplan 2022. Deswegen will Scholz mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern über gemeinsame Lösungen für die Inflation beraten. Denn die Inflation erreichte im Mai wieder einen neuen Höchststand und liegt jetzt bei 7,9%, also weit über dem, was die EZB uns annonciert hatte. Damals war von 2% die Rede. Ob diese konzertierte Aktion Politik, Arbeitgeber, Gewerkschaften zielführend ist, na, das wird sich noch zeigen. Aber warum? Das ist doch die Frage. Konnte es überhaupt so weit kommen? Lag es am Kriegsausbruch in der Ukraine oder haben sich die Zeichen für eine Geldentwertung, für eine beschleunigende Geldentwertung sich schon vorher gezeigt? Welche Rolle spielt eigentlich die EZB, die doch eigentlich darauf verpflichtet ist, die Geldwertstabilität im Euroraum zu sichern? All das möchte ich heute Morgen mit Professor Hans-Werner Sinn besprechen. Wir haben uns Zeit genommen, um gemeinsam dieses komplexe Thema zu ergründen. Und deswegen hören Sie heute den ersten Teil dieses Gesprächs und am Donnerstagmorgen den zweiten. Keine Paywall, kein Tracking, Sinnstiftung, wenn Sie so wollen, für alle. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Professor Sinn. Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart. Die Inflation ist ausgebrochen. Meine Frage an Sie, ist das ein kleines Feuerchen oder ist da schon ein Flächenbrand unterwegs? Es ist eindeutig ein Flächenbrand. Wir haben schon 8% Inflation in Jahresfrist, 7,9 genau. Und das ist ein Vielfaches dessen, was die Europäische Zentralbank vor kurzem noch für tolerabel hielt. Hat die EZB denn überhaupt noch ein Inflationsziel? Für mich ist Inflation eigentlich Geldwertstabilität 0,0. Die EZB hat jahrelang gesagt 2%, aber jetzt gelten auch diese 2% nicht mehr so richtig, oder? Ja, sie hat dieses Ziel des Maastrichter Vertrages mit der Stabilität des Preisniveaus sukzessive aufgeweicht. Das fing schon 1998 an, wo 2% als Obergrenze genannt wurde. Dann später, als man unter 2% war, wurde diese Obergrenze zum Ziel erklärt. Unter Mario Draghi war das nämlich. Dann musste man Gas geben, um da nahe ranzukommen. Und inzwischen ist von einem symmetrischen Preisziel von 2% die Rede. Wenn man also ein paar Jahre drunter war, dann darf man anschließend auch ein paar Jahre drüber sein. Aber all diese semantischen Übungen, die werden ja geradezu lächerlich angesichts der riesigen Inflationszahlen, die wir wirklich haben. Symmetrische was? Wie heißt das Wort? In der Pipeline. Wie heißt das Wort, Herr Sinn? Symmetrische? Ein symmetrisches Inflationsziel ist das, was die EZB letztes Jahr verkündet hat. Klingt schon verdächtig. Das ist auch verdächtig, weil es heißt, dass man nicht bremsen muss, auch wenn die Inflation über 2% geht, nur wenn sie lange und hinreichend stark über 2% war und die Prognosen der EZB dann sagen, dass sie nicht wieder zurückkehrt, dann erst will man handeln. Aber wissen Sie, das sind ja keine harten Kriterien mehr, sondern die EZB kann dann tun und lassen, was sie will und fühlt sich nicht mehr an den Maastrichter Vertrag gebunden.
womit wir bei der Rolle der EZB beim Entstehen dieser Misere sind, die die Bürger ja tatsächlich Wohlstand kostet, sowohl beim Gehalt, aber als auch beim Ersparten. Vor der Finanzkrise war es ja so, dass die Geldmenge ungefähr bei 880, 900 Milliarden Euro lag. Mittlerweile hat sie sich versiebenfacht in Richtung der 6 Billionen. Was davon von dieser Geldmenge ist tatsächlich durch eine ökonomische Leistung hinterlegt, weil die Volkswirtschaft auch gewachsen ist? Und was, Herr Sinn, davon ist einfach ein Geldüberhang, der jetzt für die Inflation den Spielraum bietet? Ja, fast alles ist ein Überhang. Also relativ zur Wirtschaftsleistung hat sich die Geldmenge versechsfacht. Absolut hat sie sich versiebenfacht, wie Sie schon richtig sagten. Rechnet man also raus von den jetzt mittlerweile schon knapp über 6 Billionen Euro jenen Zuwachs an Geldmenge, den man brauchte, um Schritt zu halten mit dem etwas gestiegenen Sozialprodukt der Eurozone. Es sind ja auch die baltischen Länder dazugekommen in der Zwischenzeit. Dann errechnet sich ein Geldüberhang von gut 5 Billionen Euro. Welche Rolle spielt dieser Geldüberhang beim Entstehen von Inflation? Sie sprechen ja von einer Anstoßinflation. Also wie kam diese Lawine dann ins Rollen und welche Rolle spielen diese 5 Billionen? Ja, also das sind zwei verschiedene Dinge. Die 5 Billionen sind ein Gefährdungspotenzial, praktisch Pulverfässer im Keller, die noch explodieren können. Sie haben die Inflation aber nur mittelbar angestoßen. Und zwar dadurch, dass von den 5 Billionen 4,25 Billionen Staatspapierkäufe waren. Das heißt, die Zentralbanken des Eurosystems haben die jeweiligen nationalen Staatspapiere gekauft im Umfang von 4.250 Milliarden Euro, und zwar mit frisch gedrucktem Geld. Und dieses Geld ist dann anschließend über die Staaten in Umlauf gekommen und zirkuliert immer weiter. Hat für die Staaten bewirkt, dass sie sich zu sehr niedrigen Zinsen verschulden konnten. Und die Staaten haben sich dann gesagt, diese Gelegenheit sollten wir nutzen, und haben sich massiv verschuldet. Die Schuldenquoten sind überall gestiegen, häufig auf das Doppelte dessen, was nach dem Maastrichter Vertrag erlaubt ist. Selbst Spanien und Frankreich liegen heute ungefähr beim Doppelten dessen, was erlaubt ist. Und Italien und Griechenland sind ja jenseits von Gut und Böse, was diese Schuldenquote betrifft. Und alles, was Schulden betrifft, ist inflationär, weil es, oder jedenfalls nachfragetreibend, weil der Staat ja Geld ausgibt, das ja niemandem weggenommen hat. Es kommt ja letztlich aus der Druckerpresse. Und die Leute geben das dann aus für Konsumgüterkäufe oder auch der Staat gibt es direkt aus für Käufe von Autobahndienstleistungen, wenn Baufirmen da eben irgendwas bauen. Und das alles ist gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Diese Nachfrage hat sich entladen in der Inflation, aber dazu war erst noch ein Zündfunke nötig. Und dieser Zündfunke kam nun umgekehrt durch eine Angebotsverknappung bei den Firmen, die Corona-bedingt war. Überall gab es Lockdowns und Quarantänemaßnahmen bis zum heutigen Tage, denn China ist ja noch gar nicht durch zum Beispiel. Shanghai hat noch einen Lockdown, liefert nicht. Die Häfen Südchinas sind zu. Die Frachter stauen sich zu Tausenden vor den Häfen Südchinas, können ihre Ware nicht löschen und keine neue Ware aufnehmen. Es fehlt dann hier an Zwischenprodukten für unsere Industrie. Und es fehlt auch an Aluminium, Legierungen und solchen Dingen, die also ganz wichtig sind für das verarbeitende Gewerbe. Das war dann der Zündfunken, der die Fässer im Keller der EZB, die Fässer mit den 5 Billionen Geldüberhängen, zur Entflammung gebracht hat. Ja, also genau. Über den Effekt der steigenden Nachfrage durch die Staaten, die sich verschuldet haben. Und dadurch ist jedenfalls ein Teil der Fässer, wenn ich so sagen darf, in Brand geraten. Das Feuer der Inflation muss ausgetreten werden, sagen Sie, habe ich gelesen. Meine Frage, aber wie? Wie geht das? Wer tritt jetzt was aus, Herr Sinn? Das geht nur über eine Verknappung der Geldmenge und entsprechende Zinserhöhungen. Wir haben ja eine historische Situation gehabt in den USA, die uns das alles gezeigt hat, wie so etwas läuft. In den 70er Jahren hatten wir ja weltweit in den USA und auch in Deutschland, Europa, eine massive Inflation gehabt. In Amerika wurde sie gelöscht, dadurch, dass der neue Zentralbankchef Paul Volcker,
1979 im Sommer sein Amt antrat und dann gleich die Geldmenge verknappt hat und die Zinsen erhöht hat am kurzen Ende bis auf 18-20%. Und im Nu waren die Inflationserwartungen zu Ende, denn die Entschlossenheit und diese hohen Zinsen, die damals herrschten für die Bekämpfung der Inflation, bedeuteten, dass die Investoren sich nicht mehr trauten, langfristige Kredite aufzunehmen. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage für Bauleistungen, für Käufe von Anlagen und Maschinen und so etwas, das ging alles sehr schnell zurück, auch für Häuser, mit der Folge, dass die Inflation sofort gebrochen war. Aber das war eine Gewaltbremsung. Wollte gerade sagen, Herr Sinn, das führt uns doch in die Rezession direkt, mit mindestens in Südeuropa, aber wahrscheinlich weltweit. Eine solche Vollbremsung der Fed und auch der EZB würde doch uns mindestens genauso viel Wohlstand kosten. Die ist eben extrem problematisch. Das ist so, wie wenn man mit dem Auto den Berg runterfährt und man traut sich nicht zu bremsen, weil da irgendwelche kleinen Kurven sind, dann lässt man es lieber laufen und das Auto wird aber immer schneller und die Kurven werden immer gefährlicher und zum Schluss kommt der Unfall. Das ist in den USA passiert, weil man zu spät gebremst hat und das droht in Europa wieder. Man muss also rechtzeitig bremsen, nicht diese Gewaltbremsung machen, aber es ist eigentlich schon so spät, dass bald die Gewaltbremsung ja drohen könnte. Aber was in genau Amerika soll die... ging das, wenn ich es noch sagen darf, da ging das übrigens insofern schief, als die steigenden hohen amerikanischen Zinsen zu einer Aufwertung des Dollar führten und die Entwicklungsländer, die über beide Ohren verschuldet waren in Dollars, die gingen dann reihenweise pleite. Das fing an mit Mexiko 1982, die große Krise, dann Brasilien, Argentinien, andere lateinamerikanische Länder. Die lateinamerikanische Schuldenkrise entstand dadurch. Und dieses Fiasko vor Augen haben die Amerikaner jetzt beschlossen, frühzeitig mit der Zinswende zu beginnen und die Europäer zögern und wollen nicht mitmachen. Das ist die Situation. Aber das bedeutet nur, dass wir später umso heftiger werden bremsen müssen. Aber nochmal zu Paul Volcker. Können wir wirklich aus der Situation etwas lernen? Die Staatsverschuldung, auch die der Emerging Markets, der Schwellenländer, ist exorbitant gestiegen seitdem. Jede Zinserhöhung und erst recht eine zweistellige, massive Zinserhöhung würde doch eine Staatsschuldenkrise im Süden Europas und im Süden Amerikas mindestens dort auslösen und damit uns alle auf jeden Fall mal nicht reicher machen. Ja, ja, da haben Sie vollkommen recht. Nur was folgt daraus? Ja, was folgt daraus? Nichts tut? Nichts tut? Nein, das ist das Beispiel meines Autos, das den Berg runterfährt. Ja. Sie müssen rechtzeitig bremsen und dass das Auto gar nicht erst Geschwindigkeit aufnimmt. Sie müssen vorsichtig den Berg runterfahren und nicht zum Schluss die Gewaltbremsung machen. Aber an der Gewaltbremsung kommen Sie ja gar nicht dann mehr dran vorbei, wenn Sie vorher nicht bremsen. Den zweiten und finalen Teil des Gesprächs mit Professor Hans-Werner Sinn hören Sie dann, wie besprochen, hier an dieser Stelle am Donnerstagmorgen. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Na, da droht ein veritabler Konflikt in der Ampelkoalition. Es geht um die sogenannte Übergewinnsteuer, die SPD und Grüne von den Energiekonzernen gerne abknöpfen würden, die jetzt natürlich als Krisengewinnler dastehen. Bei mir ist der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Guten Morgen, Mick. Guten Morgen, Gabor. Dass es da echte Windfall Profits gibt bei den Mineralölkonzernen, das kann ja gar keiner bestreiten. Aber was genau haben SPD und Grüne da vor mit diesen Gewinnen? Ja, am Ende suchen SPD und Grüne natürlich jetzt ihr Vehikel, um Einnahmen zu generieren. Und da kommen natürlich diese Zufallsgewinne gerade recht von Unternehmen, die nichts getan haben und trotzdem mehr Geld kassieren. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch sagen, diese Windfall-Profits gibt es ja auch bei Windkraftanbietern, den gibt es in der Halbleiterindustrie, also bei vielen, wo es durchaus Sinn macht, dass höhere Preise erzielt werden können und die ja auch Anreize setzen, neue Modelle zu investieren. Also die Abgrenzung ist da immer ein bisschen schwierig, aber SPD und Grüne sehen da jetzt gerade eine Chance, mehr Geld einzunehmen für den Staat. Naja, und es ist ja auch provokant, was da an den Tankstellen passiert und gleichzeitig mit den Aktien dieser Konzerne passiert, denn die steigen und steigen. Aber die FDP, Mick, und ihr Finanzminister haben ja versprochen, Sinnhaftigkeit hin oder her, keine Steuererhöhung. Das ist das ewige Versprechen. Ist es also daher realistisch, dass Christian Lindner sich darauf einlassen kann und wird?
Nein, Gabor, er hat zwei Versprechen abgegeben. Das eine ist, die Schuldenbremse wird wieder eingehalten und das andere ist eben schon im Wahlkampf laut und öffentlich und immer wieder ausgesprochen worden, keine Steuererhöhungen, also auch keine Übergewinnsteuer. Das kann und wird sich Christian Lindner nicht leisten können und diesen Widerstand hat er jetzt ja schon angekündigt. Nun ist ja Nein sagen das eine, aber reicht das? Die FDP ist mächtig, ich sag salopp, im Faschist, das zeigen alle demoskopischen Befunde, aber auch die bisherigen Landtagswahlen in diesem Jahr. Also wie kommt die FDP, wie kommt ihr Vorsitzender aus diesem Loch wieder raus? Ja, ich würde sagen, Gabor, dass er muss das machen, was Unternehmen auch machen, wenn sie in der Krise sind, nämlich sich auf die eigenen Stärken besinnen, sich auf ihren Kern reduzieren. Und das war immer bei der FDP eine liberale, eine wettbewerbsorientierte Ordnungspolitik. Keine Subventionen, keine Gießkannenpolitik, keine Steuerverschwendung, wenn ich es mal salopp sagen darf. Und das sind die Themen, die die Menschen, die Liberalen, auch die Parteimitglieder jetzt von Christian Lindner erwarten. Und dahin muss er zurückkommen. Und das Gegenteil wären jetzt Steuererhöhungen oder weitere Subventionen. Na, das bleibt spannend. Vielen Dank, Michael, für diese Information und Analyse am frühen Morgen. Danke, Gabor. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da staunen alle über die neuesten Ansagen von Elon Musk. Mr. Tesla signalisiert, dass jetzt erstmal Schluss mit lustig sei. Die Hintergründe weiß Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Elon Musk kündigt an, Anne, jede 10. Stelle bei Tesla streichen zu wollen. Außerdem erteilt er dem Homeoffice seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine deutliche, fast möchte ich sagen, rüde Absage. Wer zu Hause arbeiten wolle, könne doch gleich kündigen. Da weht offenbar ein ganz neuer Wind. Anne, sag uns, was sind die Gründe dafür? Also ganz ehrlich, Gabor, ich persönlich glaube ja, dass Elon Musk da einfach mal wieder ein bisschen Marktmanipulator spielt. Die Auftragsbücher von Tesla sind voll. Im ersten Quartal gab es noch Rekordumsätze. Also rein objektiv gibt es nicht wirklich Gründe für Entlassungen. Musk ist sich aber sicher, dass die US-Wirtschaft in einer sehr schlechten Verfassung sei und wir vor einer Rezession stünden. Deshalb Freitag die Ankündigung, er wolle 10% der Mitarbeiter entlassen, weil das Unternehmen so wörtlich in vielen Bereichen überbesetzt sei. Die Tesla-Aktie fiel daraufhin um 10%. Am Wochenende hieß es dann aber von ihm, die Mitarbeiterzahl bei Tesla soll in den nächsten 12 Monaten nicht sinken, sondern steigen. Offenbar sind damit aber flexible Arbeitskräfte auf Stundenbasis gemeint, also wohl weniger feste Jobs und mehr Leiharbeit. Eine offizielle Mitteilung von dem Autobauer zu dem Stellenabbau gibt es aber bisher nicht, aber ungefähr weltweit 5000 Stellenausschreibungen für Jobs bei Tesla. Und zu dieser Homeoffice-Geschichte, da schrieb Elon Musk an seine Mitarbeiter wörtlich, jeder bei Tesla ist verpflichtet, mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro zu verbringen. Wenn sie nicht auftauchen, gehen wir davon aus, dass sie gekündigt haben. Klingt jetzt auch nicht gerade nach einem innovativen, fortschrittlichen Tech-Unternehmen. Also Musk ist ja echt bekannt dafür, mit seinen Aktionen die Aktienmärkte durcheinander zu werfen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach mal wieder eine von diesen Aktionen. War ja bei der geplanten Twitter-Übernahme auch so. Da wurde ja bisher auch nichts draus und wird es wohl auch nicht mehr. Vielen Dank, Anne. Wir behalten das im Auge. Und damit weiter zu Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Die sogenannte Übergewinnsteuer wird in Deutschland debattiert. Ich habe mit Mick gerade darüber gesprochen. Und jetzt geht es darum, auch bei uns womöglich den Mineralölkonzern mal in die Kasse zu greifen. Wie sieht das aus im Detail? Was denkst du, wie würde die Börse darauf reagieren? Wie hoch dieser Steuersatz sein kann, das wird noch diskutiert. 10% oder 25%. In Italien ist das schon auf den Weg gebracht worden übrigens. In Großbritannien liegt ein Vorschlag ebenso auf dem Tisch, so eine sogenannte Windfall Tax. Übrigens gab es solche Sondersteuern in Kriegszeiten auch schon während des Zweiten Weltkrieges oder während beider Weltkriege, und zwar in den USA in Form einer Excess Profit Tax, aber auch in Großbritannien und Frankreich. Und für die Börse würde das natürlich bedeuten, dass vielleicht ein wenig, dass die Kurse dieser Unternehmen vielleicht ein wenig belastet werden, denn man nimmt ja Gewinn weg für die Aktionäre. Aber auf der anderen Seite sind gerade Ölaktien oder Energieunternehmen und auch Rüstungskonzerne sehr, sehr gut gelaufen seit dem Ausbruch des Krieges. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die Rolling Stones schaffen, was andere Bands nicht schaffen. Sie würdigen rührend ihren verstorbenen Drummer Charlie Watts und rocken trotzdem weiter, als sei nichts gewesen, in weiterhin unfassbar starker Qualität. Rock and roll. Rock and roll.
beim jüngsten Konzert in München gedachten sie Charlie Watts, der letztes Jahr verschieden ist. Sie gedachten ihn mit einem großen Video auf noch größerer Leinwand. Es zeigte den großartigen Drummer in verschiedenen Phasen der über 50-jährigen Bandgeschichte. Und danach spielte die Rolling Stones Kapelle nochmal richtig auf mit einem Ersatzdrummer namens Steve Jordan. Und siehe da, klang auch ganz gut. Steve ist ein alter Routinier, er trommelte immer mal wieder mit den Stones. Schon seit Mitte der 80er Jahre arbeitet er beispielsweise mit Keith Richards zusammen. Naja, bei anderen Bands im Übrigen lief dieser Austausch des Spitzenpersonals nicht ganz so rund. Als Freddie Mercury starb, der geniale Sänger von Queen, da engagierte die Band eine Alternative an seiner Stelle. Adam Lambert heißt der Mann und der klingt so. Ja, der Mann kann auch singen, aber nein, es war und ist nicht dasselbe. Nun heißt es ja immer wieder, alle Menschen sind ersetzbar. Das klingt nett und unfassbar sozial, aber so ganz kann das ja nicht stimmen. Gabor geht eigentlich gar nicht. Dass es tatsächlich Menschen gibt, die Jennifer Lopez das Herz gebrochen haben. Aber weil es eben Jennifer Lopez ist, hat die Super-Pop-Frau von all jenen, die nicht an sie geglaubt haben und die nicht gut zu ihr waren, eben sich nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, das hat sie angespornt, erst recht alles zu geben. So hat sie es jüngst erzählt in einer Dankesrede bei den MTV Generation Awards, den sie für sich und ihr Lebenswerk entgegennahm. I have a different kind of list of thank yous tonight. I want to thank all the people who gave me this life. I want to thank the people who gave me joy and the ones who broke my heart. The ones who were true and the ones who lied to me. I want to thank disappointment and failure for teaching me to be strong and my children for teaching me to love. Und für die 52-jährige New Yorkerin, das steht fest, lief es in ihrer Karriere ziemlich gut, würde ich sagen. Sie ist mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Sängerinnen dieser Welt. Vor 2 Jahren trat sie gemeinsam mit Shakira auf bei der legendären Halbzeitshow des Super Bowl. Sie hat eine beachtliche Karriere in Hollywood hinter sich. Das kommt noch hinzu. Filme gedreht mit Jack Nicholson, George Clooney, Morgan Freeman und. Wir lernen. Diejenigen, die nicht an Jennifer Lopez geglaubt haben, waren nicht nur Herz, sondern auch ahnungslos. Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Ich wünsche Ihnen einen frischen Start in diese verkürzte Arbeitswoche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.